Vielleicht bei den Typen, die wir hinten liegen gelassen haben. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich mache hier jetzt erstmal eins gerade. Einfaches Feuer, ne? Ich hab was gehört. Hä? Stich? Ich wüsste nicht was, wir haben ja eigentlich alles getötet. Ich hol den Typen mal eben. Ich kann die Knochen da nicht liegen lassen, das ist... Boah, jetzt müsste ich hier runterfallen, ne? Das wäre meine gerechte Strafe eigentlich. Liegst im Wasser. Boah, ich hab den... Alter, ich hab den... Wäre fast passiert. Ja, gut, aber ja, stimmt auch wieder. Ich leg mal die verborgenen Lebewesen weg hier. Hier lag doch ein Typ. Eigentlich. Dachte ich. Ja, okay. Jetzt ist der Zeitpunkt da, hier ganz schnell Fliege zu machen. Der Typ liegt nämlich nicht mehr hier. Ja, der wird wahrscheinlich einfach wird irgendwann die Leiche weg sein. Oh, der ist aufgestanden. Nein, der war ja tot. Weiß man das? Der stank halt ja. Nur. Gut, okay. Oh, da war noch eine Uhr. Ah. Inventar voll. Zu viele Rolexen an der am Handgelenk. Okay. Völlig sinnlos. Wird das Haarspray eigentlich auch irgendwann leer? Ich hab's noch nie benutzt, glaube ich. Außer für, um die Haare zu machen. Alter. Oh, ich muss mal was essen. Gut, weiter geht's. Sekunde bitte. Mein Leguan ist auch noch nicht fertig. Der hier lag, der war verdorben. Oh. Ja, dann lieber nicht. Ich hab mir jetzt aus den ganzen Uhren und Münzen noch Sprengstoff gebastelt. Was ist mit dem Seil, das hier hochgeht? Da kamen wir her, glaube ich, ne? Kann man mit der Kletter, mit dem Kletterding hier hochkraxeln? Rechts wahrscheinlich hier. Warte mal, wo ist denn das Kletterteil da? Rechts von dir, Peter. Ja, kannst du ausrüsten. Oh, wie macht man das? Ah, da. Ist doch weiter hoch, ja, ne? Weiß ich nicht, war nicht hier links, war nicht auch hier. Na egal. Da links war euch irgendwas. Hier oben ist Decke, ne? Wir hatten doch schon hier die Ebene erreicht eigentlich, oder? Scheiße. Ja, ja, ja. Ein Stück, jetzt runter und E drücken. So, gucken, was uns hier erwartet. Leuchte mich wieder, Sekunde. Und ich muss mal eben Medis nehmen. Let's go. Okay, ich höre was. Ja. Ich sehe was. Es brennt was.
Immer noch mal draufhalten hier. Da ist noch einer. Ja. Oh, ach da. Der ist tot. Da ist noch einer. Toll, das ist immer noch der gleiche. Auf der einen müssen wir auch noch bestechen, der da liegt. Ah ne, alle tot. Hier macht man ein Feuerchen. Kommt. Ein wohliges, wärmendes Feuerchen. Oh. Hast du was abbekommen, Daniel? Nö, ich hab das Schmüller mit mutanten Rüstung aufgefüllt. Also die Kettensäge ist auf jeden Fall geile Nahkampfwaffe. Du hältst sie gedrückt und dann, gut, die funktioniert auch als Block, weil wenn er in die Kettensäge läuft, tut er sich weh und haut nicht mehr. Ja, das Problem ist auch nur, dass die Leute nicht sterben direkt. Also das ist bei dem Speer, glaube ich, anders. Da musst du ja nochmal nachlegen, weißt du, wenn die einmal gefallen sind. Ja, du musst halt relativ nah dran mit der Säge. Nein, die sind ja nicht direkt tot, aber die brauchen genau wie die Kettensäge. Ich kann ja nicht mehr Knochen tragen, ich hab Knochen voll. Das ist eine gute, hier Tankwaffe. Ja, ja. Das sind dann zwei, die mit dem Bogen da stehen und einer, der vorne, die mit der Kettensäge halt auf Distanz hält. Ah, oh, die schönen Schädel, verdammt. So, ich bin wieder voll gerüstet. Krass, ey, wie verzweigt die ganze Geschichte ist und dass die echt miteinander connected sind. Ne, die Karte. Okay, Bretter. Ja, ja. Man kann wahrscheinlich sagen, dass die ganze Insel unterhöhlt ist. Auf jeden Fall wieder Stöcke für Feuer. Und Schokolade. Und was Spannendes. Und was zum Spielen. Wo war die Schokolade? Die lag da direkt da vor mir. Bestimmt die Mutanten-Sammler-Edition. Hier ist wieder ein See mit Fisch. Und hier liegt auch noch Schokolade. Guck mal da. Hier geht's weiter, glaube ich. Ja. Hey, wie viele Snacks liegen denn hier? Warte, esse ich mal eben ein oder zwei. So. Oh ja, ich könnte auch was, genau. Was sind das denn für Fische? Kann man die. Sind die essbar? Ja, man muss halt tief rein, um die zu jagen, ne? Die ernähren sich von den Beinen. Ah, guck mal, hier ist wieder eine Kletterwand. Alter, interessant. Wahrscheinlich nur rechts rüber, oder? Oder? Geht noch weiter hoch auf jeden Fall. Oh ja, ich seh's. Ja. Jetzt rechts rüber. Auch wieder eine Spitzen-Ego-Perspektive. Bin da. Und die gehen ein Seil weiter hoch. Ja, Sekunde, ich bin noch nicht da. Ja, alles gut. Ich sag's ja auch nur. Bin ich über dem Punkt? Ja, ne? Bestimmt. Ja. Bin ich nur gerade in der Höhle, um es irgendwo weitergeht. Ja. Ja, alles klar, weiter. Oh, das Seil führt weit, weit nach oben. Ich jetzt mal raus, ne? Möglich, ne? Kein Licht, es wird Nacht sein. Dann haben wir ja schon quasi zwei Ingame-Tage mindestens verbracht in den Höhlen. Mehr. Ja, ist Nacht.
So, dann setze ich mal wieder einen Punkt. Wir sind auch wieder im... Nicht mehr im Loch, sondern auf der Insel. So. Eben eine Flagge setzen. Ach, hier ist auch wieder Pfadfinder. Pfadfinder-Dörfli. Ich muss ja mit den Augen rollen. Johanna hat ja Heidi für sich entdeckt. Okay. Dass dieser Ort wirklich Dörfli heißt, ne? Ich dachte, oh Gott, die Leute. Warum? Wir hatten Rot, ne? Rot für Ausgang. Okay. Schaut mal, in den Zelten nicht einfach mal. Ja, hab ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Ja, eigentlich müssen wir wieder zurück, ne? In die Höhle. Vielleicht ist das Schneebiom da hinten, ne? Oder wollen wir hier einfach mal... Ah, hinten sind ist ein Fackelläufer. 12 Uhr von dem Zelt aus gesehen. Das sind mehrere. Laufen aber, glaube ich, gerade weg. Ach, Peter. Sehr leise, sehr leise. Was wollen wir machen? Richtung wieder Höhle oder Richtung zu unserem Dorf mal zurückgehen? Wir können auch nochmal zurück zum Haus gehen. Ich denke auch, dass wir erstmal Höhlentour für heute genug hatten, oder? Ja, ein bisschen Zeug ablegen tatsächlich auch. Genau, und dann können wir endlich uns mal mit dem Hausboot auch beschäftigen. Wollen wir hier so ein Eintag-Zelt mal eben hinklöppeln? Mhm. Weil dann können wir nämlich schlafen und speichern. Aber nicht direkt neben das Feuer, oder? Ist für eine Nacht nicht egal. Okay. Vollkommen Pumpe. Speichern wir. Speichern. Und dann schlafen wir. Ich lasse mal mein Feuerzeug an, wa? Irgendeiner muss noch. In dem Zelt aus Holz und losen Blättern. Ey, wer war das? Oh, ist das hell. Oh. Jetzt bin ich mir gewohnt, wa? Krass. Hm? Nicht krass. Dass man die Helligkeit gleich mehr gewohnt ist. Grün ist der Weg, ne? Nee, warte. Nee, gelb. Ach, hier, Da, Lager ist der Weg. Pink. Genau. Nee, Hase also, brauche ich nicht. Ich würde aber unterwegs noch ein paar Blätter und Dings an. Ja, aber machen wir ja eh, ne? Ja. Zieh ja, nimm alles mal mit. Hier ist noch ein freundlicher See. Ja, ein bisschen Fisch vielleicht, ne? Genau, für die Trockenstände. Oh, Sonnenhutsamen. Auch gut. Kann noch ein Kräuterbeetchen anlegen. Ein Fisch übrig lassen. Warum? Wir kommen doch hier eh nicht mehr hin. Ja, und dann hast du die Situation, du brauchst unbedingt und bist genau in dieser Kackstelle. Hast du mal, denkst du mal an unsere Trockenständer im Dorf? Immer. Aber da uns der Hauptweg eh nur noch vom Bären ernähren. Da ist auf jeden Fall viel. Ah, jetzt sind wir hier, ist gar nicht so weit weg. Da ist das eingeborene Dorf auf der anderen Flussseite. Ach, Heimat. Ja, stimmt. Ja. Ja. Nur hier runter und dann. Alles ist Heimat. Aber ich muss was essen, das sehe ich gerade. Komm hier ein Snack. Snack und nochmal hier aus dem guten Rehhaut-Trinkschlauch. Hier ist noch eine Schildkröte. Mitnehmen, klar. Ja, ich muss warten, bis sie wieder rauskommt. Ja, die kannst du durchs Loch mit dem Speer. Hallo, Spritzblut, wo?
Scheißdreck kannst du durch das Loch. Doch, ich konnte das beim am See, habe ich es geschafft, erledigt. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt höher bin als. Ah, es geht ab doch. Nach Hause. Hallo? Peter, warte doch bitte. Okay. Federn. Federn. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ich weiß, was ich bekomme, weil ich gucke immer vorher auf die Packung, was drin ist. Mhm. Ja, die viele Pralinen sind auch echt. Selbst dafür war der Typ so doof. Ey, komm. Was der erreicht hat, ne? Durchlaufen und Tischtennis spielen. Aber die Binde hinter der Jenny hat das einfach nicht gerafft. Tja. Jenny! So, Hast du die Echse gekriegt? Nach dem dritten Pfeil, peinlicherweise. Nehmt die Zwille für Echsen. Ja, aber ich hab doch gerade den Bogen ausgerüstet. Was soll ich da jetzt? Wenn ich switche, ist das Vieh schon lang weg. Oh, Totems. Einfach nur um die Eingeborenen zu ärgern. Abgesehen davon braucht man wieder Stämme für. Wir haben ja eben gelagerfeuert. Ah, die ganzen schönen Schädel. Also eigentlich müsste meine Sanity schon längst gehen null sein. Peter, pinkelst du da hinten? Nein, warum? Sah gerade so aus. Ich habe mal in das Buch geguckt, wenn du das für pinkeln hältst. Jetzt schätzt mit dem Rücken zu mir. Vielleicht hast du auch, ja. Ja, ja. Das, so. Einsam auf der Insel und so, verstehst du? Oh, hier sind wieder Bären. Schneebären, nicht Schneebären, die, wie heißen die? Die Tollbären. Tollkirschen, genau, ja. Tollkirschen, ja. Ach, wir sind ja wieder im Animal Kingdom, wa? Genau. Ich bin dafür, dass wir hier nachher unser Hausboot bauen. Ja, hier kommt doch, also die ganze Insel wird doch zum imperialen Palast umgebaut, haben wir doch so entschieden. Wir überdachen die. Ein Biodom. Soll ich mal den Grundstock für das Hausboot setzen? Mach ruhig, klar. Lass uns alleine, ist alles gut. Kein Problem. Wo ist denn der Daniel? Schon. Peter sehe ich vor mir. Ich bin hier gerade dabei, lustig Bären am zu sammeln. Ah, okay. Was denn? Hausboot oder großes Floß? Hausboot, ne? Das hat er mich beide allein gelassen, wie geil. So, oder? Dass wir auch schlafen und speichern können. Ja, dann nehmen wir wahrscheinlich Hausboot, ne? Ah, da hinten ist der da. Ja, ja, Hausboot, genau. Oh, hier gibt so viele Bären, ich kann die nicht hier. Ich muss die pflücken. Aber ich weiß nicht mal Bäume. Mit der Kettensäge. Das geht wirklich fix. Ja. Ruhig hier, ohne das tropfende Geräusch und nämliches Gekicher. Ich glaube, ich muss erstmal zum Trockenständer mal das ganze Fleisch hin dranhängen, bevor das auch wieder. Alter!
Forstbetrieb established 2021. Diesen Baum, der will nicht fallen. Das kann nicht sein. Ah, jetzt will er. Wird schon wieder dunkel? Dunkel, ja. Ja, ja. Ist ja bekanntermaßen die Uhrzeit der Ureinwohner. Fall um, du Arsch. So, hat's denn mal hier draußen in der Außenwelt auch geregnet? Vielleicht? Es hat tatsächlich vorhin irgendwann mal geregnet, als wir aus einer Höhle rauskamen. Oh, das gibt Hoffnung. Ich denke mal, wir gehen erstmal zum Lager zurück, oder? Ja, ich bin schon da. Ich bin. Ach so. Komm, komm, da gehen wir zum Lager zurück. Gucken wir morgen im Licht weiter. Diese Schildkröten sind leer. Uns wieder von Bärensaft ernähren. Oh, ich habe die Köpfe gar nicht mitgenommen, aber andersrum, ja, ist egal. Wir können jetzt den Kronleuchter fertig machen. Nein! Mein Rüstungsständer ist voll. Was mache ich jetzt mit der ganzen Echsenhaut? Verdammt. Nichts mehr. Ich hätte mir da auch noch Schildkröten stehen, ne? So. Die auch alle leer sind. Ich sag ja, die Tatze hat nicht genug geregnet, augenscheinlich. Aber wir haben ja unser schönes Bärenbeet. Ach, guck mal, habt ihr auch alte Pistolenmunition? 9 Schuss. Warum wird die denn aufgelesen? Ja, ich hatte allerdings nur 4 Schuss. Was? Muss in der Höhle gewesen sein. Was haben wir gefunden? Alte Pistolenmunition. Habe ich 4 Schuss gefunden. Wo liegen die denn bei euch? Die liegen bei mir links. Ach, unter da. Dem. Ja, 4. So. Wir können auch, ich glaube, ich kann auch im Beet nochmal pflanzen, aber ich muss erstmal was dringend was essen. Ich werde mal ein kleines neues Beet ansetzen für Kräuter. Ich habe nämlich irgendwelche Samen. Krautsamen. Ach, habt ihr ja auch schon reingepflanzt. Okay, ja, gut. So, dann mache ich hier nochmal ein anderes kleines Beet hin. Müsste ich eigentlich, oder? Aber das Beet voll? Aloe Vera, Sonnenhutsamen. Ich mache mal ein kleines Beet für Kräuter. Ist das Beet voll? Weiß ich nicht, ob das voll ist. Wieso lässt sich das nur in eine Richtung drehen? Ich verstehe es nicht. So, dann hole ich mal den Bärenbeutel raus und pflück mich mal. Und voll ist das hier. Rot. Hä? Es ist weiß und dann ist es rot. Oh, Heidelbeeren voll. Jetzt geht's. Jetzt geht's wieder nicht. Warum nicht? Voll. So, das Beet ist voll. Hier kriegen wir nichts mehr rein. Ich habe gerade die letzten Sachen reingepflanzt. Oh, das gefällt mir schon nicht, weil das länger ist als andere. Verdammte Hacke. Sollen wir mal pennen gehen? Stehen wir auf Ästhetik? Guck dir unser Langhaus an. Okay. Frage beantwortet. Ja, können wir eigentlich. Ah, wir können noch nicht gar nicht schlafen. Alles gut, ihr könnt noch handhaben, was ihr wollt da.
Ich tank mal die Kettensäge wieder auf. Ah, die muss aber ganz leer sein, damit man die voll tanken kann, okay. Das ist schon ja schwer zu erkennen. Habe ich eigentlich auch eine Maske an, Sarah? Ja, die Sido Skelettmaske. Ja. Ich wollte mir noch einen Hasenschnurrbart draufmalen. Das ist gut. So, was kann ich denn noch machen? Schön, Trockenständer wieder schön befüllt. Wer schwimmt denn da? Hä? Hörte sich an, als wenn jemand am Schwimmen wäre, aber... Ja, ich hab nur einen Schrank befüllt. Hast du hinten eigentlich deinen Garten angelegt? Ja, aber ist halt nicht schön. Und soll ich den jetzt auf ausrüsten, so wie er ist? Jo. Also, wenn's an mir geht, ja, warum nicht? Aber wir haben ja noch einen Schlitten voll Holz da stehen. Ach ja, richtig, stimmt ja. Hier dran vorbeigelaufen. Ich noch zwei, du noch. Wenn du noch zwei bringst, dann haben wir genug. Ja, ich gehe schon. Sprengstofflager, das kommt aber dann in den zweiten Raum rein. Sowas installiert man ja nicht in dem Raum, wo man schläft. Hast du auch noch zu pflanzen, Daniel? Ja. Also ich habe jetzt alles reingeschmissen, was ich hatte an Samen. Ja, dann komm her, Daniel, dann pflanz hier noch rein. Ja, Beet voll, wa? Das ist der Wahnsinn. Sprengstofflager, Waffenhalter. Der Ivo, Haltung, ne? Captain. Bist du denn noch im Chat, Ivo? Wieso sagst du eigentlich nichts? Weil du eh nicht zuhörst. Das war zu früheren Zeiten mal anders. Nö. Ivo ist wieder gegangen. Da, dein, was immer das ist, ist fertig. Sprengstofflager, dann kannst du nur mit reinlegen. Oder Molotov-Cocktails, ja. Hast du Bomben gebaut? Ja, hab ich doch vorhin gesagt. Oh. Direkt zwei hier kommen. Wie baut man die? Mit Uhr und womit noch? Münzen. Uhr, Münzen, Klebeband, Schaltkreis und Alkohol. Nee, der ist schief. Also nicht Schaltkreis hier, Leiterplatte.
Leiterplatte. Ja, rechts neben dem Kleberband. Ja, ich bin gerade am Aufzählen. Sprengstoff. Das ist gerade. Uhr und Münzen. Uhr und Münzen. Mussten wir auf das Zahnrad gehen, was dann eventuell noch fehlt. Münzen. Wo ist denn die Uhr? Müsste irgendwo auch Uhren haben. Ja. Lieblingskassetten. Ah, und Alkohol, ne? Hm. So lange könnten wir auch einen Knochenkorb gebrauchen. Ich habe entschieden, bleib auf der Insel. Deswegen richten wir uns jetzt hier einfach schön wohnlich ein. Ja, schief. Ich habe das Dynamit gerade dahin gelegt. Ja, ich wollte nicht, ich wollte das machte. Das ist ein kleiner Grabbler, ne? Ah. Mensch. Ja, der backt hier in der Wand. Ach ja. Wir legen hier den hochwertigen Sprengstoff hin. Jim Beam. Das sieht gut aus. Nein, habe ich nicht. Dann leg mal bitte hier rechts auf das.